Also ich habe jetzt eine Handschrift bekommen mit dem Wunsch, über die Persönlichkeit etwas zu sagen. Und dann schaue ich mir zum ersten die Handschrift an. Sie ist auf einem DIN A4-Blatt, nimmt aber nur den oberen Teil ein. Ich schreibe mir erstmal auf, welchen Eindruck macht die Schrift. Die Schrift wirkt auf mich etwas statisch, sie wirkt auf mich rund, sie wirkt auf mich bemüht und nicht sehr locker. Und da kann ich bis ganz viele Eindruckscharaktere notieren. Rosemarie Gosemerker ist Graphologin. Sie hat bei einem Mentor in Wien und bei einem Professor in Bielefeld gelernt. Ihr Gebiet sind Betriebsgutachten und Persönlichkeitsbeurteilungen. Die Graphologie ist eine Hilfswissenschaft der Psychologie. Sie versucht mit Erfolg aus der Handschrift eines Menschen auf die Persönlichkeit des Schreibers zu schließen. Bis in die 50er Jahre wurde die Schriftpsychologie an Universitäten gelehrt und gehörte in das Studium der Psychologie. Man lernt sie, indem man Psychologie studiert oder zumindest sehr gut ausgebildet wird und kann dann an Instituten oder von guten Mentoren die praktische Anwendung lernen. Um eine Schrift zu analysieren, braucht man bestimmte Utensilien. Winkelmesser, Lineal, Stechzirkel, Lupe, Mikroskop und das, was man gelernt hat. Was wir wissen sollen, ist das Geschlecht, also Mann oder Frau, und auch das Alter und so ungefähr den Beruf, Bildungsweg. Also Sie können sich vorstellen, dass einer, der hart mit seinen Händen arbeiten muss, eine andere Schrift hat als jemand, der immer nur am Schreibtisch sitzt. Und wir würden ihm Unrecht tun, wenn wir aus diesen Vergröberungen der Schrift dann auf seinen Charakter schließen würden. Etwas ist aber wichtig, wir dürfen keine Gutachten machen, wenn der Schreiber nicht weiß, dass das gemacht wird. Wir dürfen nicht hinterm Rücken die Schwiegermutter unterrichten, was der mögliche Partner ihrer Tochter für einer ist. Wir haben hier noch ein besonderes Merkmal, der Spannungsgrad, das heißt, wie locker bis verkrampft ist der Mensch. Das kann man dann in 6 Gruppen in dieser Schrift, würde ich sagen, das ist 4, also etwas mehr als gehalten, schon etwas mehr in Richtung gespannt. Dann gucke ich mir den Ablauf der Schrift an. Ist sie starr, getaktet, ist der Ablauf gut, schlaff, zerrissen oder gestört? In dieser Schrift würde ich sagen, der ist eher getaktet. Dann schaue ich mir die Formen an, unterscheiden die sich oder ist eine wie die andere aus einem Setzkasten. Dann schaue ich mir den Raum an und bei dieser Schrift würde ich sagen, warum? Wie weiß doch, dass sie ein DIN A4-Blatt hat? Warum schreibt sie das nicht voll in Gottes Namen? Aber, und dann schaue ich hier, sie schreibt mit viel Druck. Das heißt, sie weiß, was sie will, dass sie es will, dass sie es jetzt will. Und mit Nachdruck will. Neben der Untersuchung der Schrift liefert auch die Unterschrift Informationen über die Schreibenden. Die Unterschrift ist auch ein eigenes Gebiet, das heißt, die Menschen benutzen die Unterschrift als Visitenkarte und stellen sich so dar, wie sie meinen, dass sie gesehen werden möchten. Und oft sieht die Textschrift dann ganz anders aus. Je besser die Übereinstimmung ist zwischen der Textschrift und der Unterschrift, desto identischer ist der Mensch auch mit sich selbst, desto echter ist die ganze Angelegenheit. Und dann schaue ich mir eben an, wie der Raum aufgegliedert ist, wie einheitlich die Schrift ist oder wie unterschiedlich. Diese wäre also einheitlich. Die Eigenart würde ich doch eher noch konventionell sagen. Und dann kommen die einzelnen Merkmale. Ist die Schrift langsam oder eilig? Und in welcher Abstufung? Ist sie unverbunden, verbunden, klein, groß und? Und dann kann ich hier eine Linie ziehen, wo ich die Hauptmerkmale habe. Und dann kann ich sehen, ob sie mehr auf der Seite der Menschen sind, die locker und gelöst im Leben agieren, oder auf der Seite, die gehalten, gebremst und so weiter sind. Ja, das ist der Umgang und dann notiere ich mir die, hier sind so ein paar Auswertungsvorschläge, aber ich muss mir dann noch sehr viel mehr notieren und dann mache ich das Gutachten.
Ein Gutachten dauert 6 bis 8 Stunden und umfasst 2 bis 6 Seiten. Da stellt sich die Frage, ob wirklich alle Persönlichkeitszüge herausgefunden werden können. Nein, es gibt keinen gläsernen Menschen. Das ist ganz klar, nein. Also man kann gewisse Eigenschaften sicher feststellen, aber man kann auch nur feststellen, der hat die jetzt. Aber wie das in 5 Jahren ist, das können wir nicht sagen. So wie Sie sich ändern, ändert sich auch Ihre Schrift. Die landläufige Meinung ist natürlich gespalten, das wissen Sie ja, weil die Unterlagen der wissenschaftlichen Beweisführung ja nicht allgemein zugänglich sind. Es wird immer wieder hinterfragt, es kommt natürlich auch, das ist wie Kaffeesatz lesen, dann kann ich auch mein Horoskop in der Zeitung lesen und all so ein Quatsch. Man sollte nichts sagen über Dinge, mit denen man sich nicht beschäftigt hat.